Sie kommen mir doch bitte nicht zu nahe mit Ihrem riesigen Tier. Riesig? Sie machen mir vielleicht Spaß. Riesiges Tier. Haben Sie schon mal einen Blauwal gesehen? Nein, aber auch noch nie so einen großen Hund. Deswegen, wenn Sie den Hund ein bisschen wegnehmen könnten, ja? Wegnehmen? Ja, Sie machen mir Spaß. Das ist ja kein Hund, den man so einfach wegnehmen kann. Sehen Sie, das habe ich befürchtet. Sagen Sie, was ist das eigentlich für eine Rasse? Das ist ein australischer Hühnerwürger. Ein Hühnerwürger? Australisch. Seien froh, dass Sie kein Huhn sind. Ja. Oder haben Sie eins dabei? Nein, ein Huhn nicht. Was denn dann? Das ist ein Meerschweinchen. Ein Meerschwein? Ja, das kostet bloß ein paar Pfennige. Dafür rennen Sie zum Arzt. Mein Gott, müssen Sie Zeit haben. Na, Sie sind mir ja vielleicht ein Tierfreund. Sie sind mit Ihrem australischen Hühnerwürger. Außerdem ist das kein normales Haustier. Das ist ein Künstler. Was? Ein Künstler. Also ich bin Artist, nicht? Und das Meerschweinchen ist mein Partner. Ach so. Was machen wir denn so? Na, also ich bin eigentlich nur der Untermann. Das Meerschweinchen ist die Hauptperson. Darf ich vorstellen? Das ist Toni, das jodelnde Meerschweinchen. Also, und davon soll es der Doktor jetzt heilen. Heilen? Ja, soll dafür sorgen, dass das Tier mit dem Unsinn aufhört. Nein, womit? Na, mit dem Jodeln. Nein, im Gegenteil, es hat ja aufgehört. Ich möchte, dass es wieder anfängt damit. Dann fahren Sie mit ihm noch mal ins Gebirge. Das ist wirklich sehr komisch. Das ist eine Katastrophe für mich und für die gesamte Welt des Varieté. Wo treten Sie denn so auf? Ja, wir sind bis jetzt noch nirgendwo aufgetreten, gell, Toni? Wir sind noch bei den Proben. Hat schon ein Mensch mal dieses Schwein jodeln gehört? Ja, ich natürlich. Vielleicht die Nachbarn, weil wir haben sehr dünne Wände. Aber gesehen hat das auch keiner, ne? Nein, aber ich habe Tonbandaufnahmen. Naja, immerhin was. Und Sie? Sie sagen gar nichts, ne? Ja, ich? Ja, Sie. Was haben Sie denn für ein Tier? Nein. Wo haben Sie den denn? Da. Im Mund? Am Mund. Ja, was hat er denn? Träumt. Der träumt so schwer? Woran merken Sie das? Zwischen den Zähnen? Ja, vielleicht sollte ich die Zähne mal putzen, ne? Ich bin schon essen, den ganzen Tag. Geben Sie das Teil mal her. Ja, ja, drum ja. Spucken Sie mal da in den Brunnen. Ja, sicher. Manchmal muss man ins kalte Wasser springen, besonders wenn man schwere Träume hat. Los. Bitte. Ja, gucken Sie, der ist am Putz munter. Finden Sie nicht, dass er etwas abgespannt wird? Nee, höchst ein bisschen nervös. Sagen Sie mal, essen Sie viel Knoblauch? Ja, ständig. Ja, das ist es doch. Da verträgt er nicht. Davon kriegt er Blähung und dann träumt er schlecht. Was soll ich denn tun? Wir müssen den Fisch beim Essen aus dem Mund nehmen. Im Ernst? Jedes Mal? Ja, während der Mahlzeiten, da müssen wir den Fisch im Bierglas... Also, langt mir jetzt aber. Jodelnde Meerschweinchen, träumende Fische, wir sind doch nicht im Irrenhaus. Komm, Virgo, wir gehen jetzt zum Onkel Doktor. Moment mal, mein Herr, wir waren vor Ihnen da. Ja, Sie interessieren mich doch gar nicht. Was ist denn Ihr singendes Meerschweinchen? Jodeln, das ist ein jodelndes Meerschweinchen. Gegen meinen australischen Hühnerwürger. Toni? Toni, du kackerst ja. Hör mal, Toni, du sollst jodeln. Jodeln sollst du nicht kackern. Virgo, bitte denk an unsere Zukunft. Oh nein. Ausgerechnet jetzt. Wo ich mit ihm bei Wetten, das auftreten wollte. Ruhig. Toni, du bist ein ausgesprochenes Miststück, so. Hören Sie mal, sagen Sie Ihrem Schwein, dass es sofort aufhören soll zu gackern. Sonst passiert hier Unglück. Toni. Virgo.